Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 starring Lara Croft. Wir sind im letzten Part hier angekommen, in unserem Gefängnis auf der Bohrinsel und ja, wollten wir natürlich erstmal raus. Was haben wir denn hier Schönes? Kisten, Kisten, Kisten überall. So, du gefällst mir hier sowieso schon mal gar nicht, weg mit dir. So, du gefällst mir eigentlich auch nicht, aber da gucke ich erst nochmal mich hier genauer um. Genau, du bist scheiße und du bist sowieso scheiße, deswegen auch weg mit dir. So. Dann komm du noch. Hallo, komm du nochmal hierher, wie ich vermutet habe. Wir müssen uns jetzt hier nämlich einen Fluchtweg bauen und der sollte möglichst gut zugänglich sein, also möglichst schnell und gut laufbar, sag ich mal. Warum, werdet ihr dann gleich sehen. Nochmal. Und nochmal. Relativ lustig ist ja, dass heute der heißeste Tag so sein soll, unter anderem. Und da ist der Schalter. Trotzdem finde ich es heute in meinem Zimmer gar nicht so warm. Es hat sich nicht so aufgeheizt wie sonst. So, ihr Lieben. Das nur mal als Information am Rande, für die, die es interessiert. Wir speichern einmal. Und öffnen uns den Weg nach draußen. Einfach schon loslaufen, während die Katze noch läuft. Und am besten nicht stehen bleiben, verdammt. Aber wir haben es geschafft. Nochmal speichern, ganz einfach nur, weil ich es kann. Dann die beiden Idioten hier ankommen lassen. Da sind sie auch schon. Das klappt bisher ganz gut. Weil das so extrem gut geklappt hat, speichere ich gleich nochmal. Das läuft ja wie geschmiert hier. So, und dann kommt er, meine Freunde. Kommt er! Wir müssen nämlich den mit der Schießwaffe hierher locken, dass er für uns das Glas hier kaputt schießt. Aber gehst doch Kaffee trinken, Junge? Komm her hier. Bist du? Oh nö, jetzt ist der Schläger zuerst hier. Wichser. Hallo. Ernsthaft, das finde ich jetzt... Geht's dir noch gut, Junge? Wieso ist der Schläger jetzt zuerst gekommen? Der andere hat echt den Weg nicht gefunden, glaube ich. Mann, ich war so froh, dass es geklappt hat und dann hier sowas. Kann ich nicht nämlich hier auch durchbacken? So nicht scheinbar. Oder doch? Irgendwie konnte man sich hier doch auch durchbacken. Ich hab's geschafft. Sehr schön. Ja, so geht's auch, meine Lieben. Da ist ein Knöpfchen. Das drücken wir mal geschwind. Sehr gut. Ich glaube, das war auch das, was wir hauptsächlich machen mussten. Bin mir aber nicht sicher. Deswegen nochmal speichern. Denn da hinten war auch noch was, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Wichtig sind jetzt erstmal unsere Waffen. Das ist das Allerwichtigste hier. So. Knöpfchen. Ach ja, unsere Waffen sind ja da. Nee. Na gut. Wir können sie aber noch was anderes hier direkt eigentlich holen, wenn wir ganz lustig drauf sind.
Ich weiß nur nicht, ob ich mich das traue. Weil dahinter ist das eine Secret, wie man sieht. Na, da geht da hinten die Tür auf. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, denn wenn man hier nicht genau genug aufpasst, dann wird man eingesogen in diesen Ventilator und es gibt Lara Geschnetzeltes. Aber hier sind ja diese Fässer als wunderbarer Markierungspunkt, bis wohin man darf. Deswegen gehe ich jetzt hier schon mal hin. Und speichere ab. Aber ich bin der Meinung, es gab noch einen anderen Weg auch zum Secret als diesen gefährlichen Weg, weil ich glaube, ich habe den nie genommen. Ich habe den in Wishes No-Death-Challenge halt gesehen, dachte so, ja, cool, kann man ja auch so machen. Deswegen mache ich es jetzt mal eben auch so. Aber ich glaube, es gab einen anderen Weg. Ich glaube, ich bin hier nämlich irgendwie immer rausgekommen. Hier ist eine Klappe, die noch zu ist, verdammt. Na, ich habe ja gespeichert. Also wenn ich jetzt sterbe, ich mache ja keine No-Death-Challenge schließlich hier, dann ist es auch egal. Ja, genau, hier nämlich dieses Becken. Kommt man hier raus? Hä, aber wo kann man denn hier? Ach so, hier. Ich wollte schon gerade sagen. Kamen hier auch Taucher noch irgendwie oder so? Ich glaube nicht. Aber wo sollten die auch herkommen? Das wäre sehr unlogisch, was Lara Spiele natürlich nicht davon abhält, unlogisch zu sein. Lustig auch, dass es eigentlich Secret Number 2 ist. Aber egal. Haben wir halt schon mal das zweite gefunden. Das soll mich nicht stören. Den silbernen finden wir auch noch und den goldenen sowieso. Ja, ich brauche Luft. I know. Iknove. So. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich hier jetzt wirklich lang muss oder den anderen Weg zurückschwimmen sollte. Naja, auf jeden Fall habe ich ein Secret. Das ist auf jeden Fall ein Grund zu speichern. Und dann mal hier lang. Nee, bin richtig. Genau hier wollte ich hin. Alles klar. Vorsichtig, jetzt keinen Fehler machen. Hui. So, hier kann man sich wunderbar durch den Ventilator buggen. Und manchmal buggt der Ventilator auch Lava, weshalb sie dann einfach runterfällt. Deswegen muss ich leider nochmal speichern. Aber es geht ja schnell, von daher ist ja scheißegal. So, und dann. Jawoll. So, bitte nicht wieder runterfallen, Lara. Dankeschön, du bleibst stehen. Das finde ich sehr gut von dir. Und rein hier. Hui. Und da sind sie endlich. Unsere Pistols. So, Freunde. Aha. Tante Lara ist back. Kommt her, wenn ihr euch traut. Ich mach Hackfleisch aus euch. Ihr wolltet mir ins Leder? Ihr habt mich verwundet? Nicht mit mir. Not with me, boys. So. Aua, bist du bescheuert? Hallo. Alter. Genau. Das war nicht so gut, aber scheiß drauf. Das, was ich verbraucht habe, hat der andere für mich. Hier haben wir direkt eine Karte, die wir jetzt auch brauchen. Gib her. Und die Karte können wir auch direkt hier verwenden. Richtig? Richtig. Alarm bitte aus. Gott sei Dank, Ruhe. Ein Grund zu speichern. Ach ja. Vielleicht hätte ich den Part sogar so einen Grund zu speichern. Ich weiß nicht mehr, wo es besser war, zuerst hochzugehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ah. Hier muss ich aufschließen. Soll ich machen oder lieber erstmal die andere? Ich probiere erstmal die andere Richtung aus. Das ist es mir jetzt wert. Ich
will wissen, was da ist. Ganz einfach nur, weil ich es kann. Kann ja sein, dass hier sowieso eine Sackgasse ist, aber das will ich halt wissen. Oh no! Oh no, oh no, oh no! Das lief doch aber mal gut. Ich glaube, sogar hier findet man ein Secret. Aha. Hier findet man dann, glaube ich, das erste dementsprechend. Ach nee, habe ich verwechselt mit dem anderen Raum. Sorry. Hier müssen wir später erst lang. Aber hey, lief doch an sich zumindest gut mit den Gegnern. Kein Energieverlust. Like a boss. So muss das und nicht anders, meine lieben Freunde. Und an dieser Stelle möchte ich mal eben zwei ganz liebe Leute grüßen. Einmal natürlich wieder die liebe Jeanette, die dieses Projekt garantiert feiern wird. Ach, ich liebe dieses Türengeräusch. Und den Michael Scholler. Wo kommst du denn her? Wieso kommst du hinter mir? Wieso kam der hinter mir? Das macht keinen Sinn. Ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Schließe ich die Tür wieder? Ja, aber da kann man jetzt eh noch nicht rein. Da kommt man sowieso hin. Okay, alles gut. Ich dachte schon gerade so, oh je, hätte ich schnell sein müssen, aber nö. Aha. Alles gut. So, und noch einmal das wunderschöne Türengeräusch. Ich sagte noch einmal das wunderschöne Türengeräusch, bitte. Geht doch, die X-Taste funktioniert manchmal nicht so gut von meinem Gamepad. Oh je. Genau. Oder die Tür hat einfach nur gerade scheiße reagiert. Kann auch sein, weil beim Schießen funktioniert es ja. Mysteriös. Aha. Aha. So, hier sind wir im Pausenraum gelandet. Hier hat einer seinen Kaffee verschüttet. Wildsau. Haben so Karten gespielt. Ist doch schön. Okay, mit meinem Gamepad ist also alles okay. Achso, es ist eine Zigaretten- oder Streichholzschachtel. Das sah so bedeutsam erstmal aus. Hier sind Harpunenpfeile, die eigentlich voll für den Arsch sind, aber die könnten mir trotzdem noch nützlich werden. Hier liegt nix. Auch gut. Und was haben wir hier Schönes? Ich weiß es nicht mehr. Hallo. Hier haben wir jetzt schon den Schlafbereich. Wie schön. Bettenkontrolle. Habt ihr eure Betten auch gemacht? Ordentlich gemacht? Ja, sieht ja ganz gut aus. Aha. Da ist ein Knopf, scheiße. Das ist ein Zeitknopf, bin ich mir ziemlich sicher. Hier ist nichts und hier ist auch nichts. Alles klar. Aber hier ist was. Der hatte Munition bei sich. Ich meine, wer kuschelt nicht gerne abends beim Schlafen gehen mit Munition? Ah, bessere Waffen. Meine Automatics. I love it. I think I love you. So, und die Harpune. Leute, ihr verwöhnt mich ja. Ihr verwöhnt mich. Baby, thank you. Thank you mit viel Matsch. So, was ist hier? Hier ist erstmal nix. Und da auch nix. Und da ist dann die Klappe, die gleich aufgeht durch den Knopf. Alles klar. Aber muss ich auch mit dem nächsten ausprobieren. Statt eines Teddybärs beim Schlafen gehen, einfach Munition dazulegen. Damit kuschelt sich's am besten. Lara Croft bringt es einem bei. Ich sagte, ja, ja. Ich sagte, ja, ja. So. La, 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 la. Hoffentlich klappt das, hoffentlich klappt das, hoffentlich klappt das. Dreh dich, dreh dich. Jawoll! Boom, Baby! Ich sollte diesen Part niemals beenden, denn der läuft gut. Kommt hier nicht jetzt... Ja, Klappe geht zu, danke. Ja, natürlich kommt das, ich wusste es doch. Oh, aber ich weiß, was das genau ist. Auf jeden Fall nochmal speichern.
Trotzdem, die X-Taste reagiert nicht manchmal, nicht immer so. Auf jeden Fall rückwärts runterlassen. Und bitte halt dich fest, X-Taste funktioniere bitte. Danke. So, denn sonst ist man hier ziemlich tot. Weil diese Höhe ist ja doch dann ein bisschen, sehr viel. Ja, jetzt sind wir hier in so einem kleinen Feuerchenraum. Hier haben wir zwei Kisten. Damit kann man sich hier schön gemütlich machen oder es halt auch bleiben lassen. Und, ja. Wie genau wir das hier machen werden, das werden wir gemeinsam im nächsten Part herausfinden, würde ich sagen. Denn die Zeit ist rum. Man kann hier gut jetzt einen Cut setzen. Von daher mache ich das jetzt auch einfach mal. Und, ja. Bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Bye, bye.